Ah, herrlich. So, keine Gegner. Das ist schon mal gut. Ich gehe kurz trinken. Obwohl, Update 8 ist draußen. Ne? Einige Neuerungen. Und ich habe vorhin gesehen, Update 8 beinhaltet jetzt schon, oder danach kamen schon vier Hotfixes. Schnürschuh, schönen guten Abend. Deswegen probiere ich jetzt heute nochmal Wasser abkochen. Ja. Kochtopf, schmutziges Wasser benutzen. Oh, guck mal, wir haben. Oh, guck dir an. Gucke an. Es funzt jetzt. Wir können Sachen reinprügeln, damit wir geile Sachen haben. Wir brauchen nur mehr. Wir brauchen einiges mehr für. Was haben wir denn hier? Proteinshake, Küchenspüle, Kelvin Spezial, Fisch und Dingenskirchen. Gibt uns Wasser, Futter und ein bisschen Energie. Ach, guck mal, wir können was gegen Schlafen tun. Flüssigbatterie. Was? Oh, wenn ich mir das angucken könnte, wäre schön, was das bedeutet. Guck mal, Eierlikör. Eierlikör. Was auch immer das bedeutet. Kennt ihr die Perks? Guck mal, da kriegen wir mehr Stärke bei Greg. Aber viele Sachen bringen halt auch fast nichts, ne? So eine Champignon-Cremesuppe wäre schon mal geil. Wenn wir die mal hinkriegen würden. Aber uns fehlt da noch irgendwie eine Pilzart. Vielleicht kriege ich ja noch welche von meinem Schwanz. Ich meine, ich bin immer frisch geduscht. So. Ist es denn schon. Wann weiß ich, dass das Ding fertig ist? Jetzt, wo keine Dingens mehr ist? Schmutziges Wasser. Okay. Wann ist das trinkbar? Ach, es funktioniert wieder nicht, oder? Ich warte einfach mal. Ja, den Greg hat Gronkh auch gekocht. Greg und Hühnersuppe ist immer meiner Meinung nach schon sehr gut. Du musst auf das Zahnrad drücken. Ja. Das haben wir. Ne? Zahnrad. So. Ah, so meinst du. Und dann ist ein Deckel drauf und let's do it. I feel right. Gut. Dann, ja, Leute, wie gesagt, Update 8. Update 8 bedeutet, wir können uns jetzt selber Radios holen. Das will ich machen. Am besten, wenn der Winter vorbei ist. Und dann wollte ich ja sowieso schon ganz, ganz lange ein, zwei Sachen abgehen. Wie gesagt, das mit der Mauer hier unten sieht gut aus. Das mit den Balkon sieht jetzt auch geil aus. Ne? Da fehlt natürlich noch ein bisschen Geländer. Und dann wird das ein Ausgang. Ne, so war das ja geplant, dass wir von da hier rausgehen oder in die Richtung. Und auf der anderen Seite bauen wir nochmal so einen Balkon, aber nur so einen halben. Der wird mir da lang. Das wird wahrscheinlich erst nächsten Winter was, wenn überhaupt. Denn jetzt wollen wir hier noch ein paar Stöcke aufstellen. Soweit wir kommen. Das heißt, Kevin muss. Wo ist denn mein Schlitten? Wo ist denn mein geiles Gefährt? So, Kevin. Du musst, weil Stöcker haben wir, glaube ich, erstmal genug. Ich hoffe, der macht den voll. Ja, war eigentlich geplant. Cherry Ferry heute. Natürlich. So. Hol Steine und Schlitten füllen. Das wäre so geil. Wenn das klappt, würde ich sagen, Kevin, wäre das so richtig. Papatastisch. Genau. So. Dann hole ich mir schon mal Stöcker. Oder ich habe noch welche. Das kann sein.
Und dann muss ich gleich nochmal nach Trinken gucken, ne? Darf ich nicht vergessen. Darf ich nicht vergessen. Dir ist kalt und du bist nass. Warum bin ich nass? Es hat nicht geschneit. Geschweige denn geregnet. Hier war nichts los. Ah doch. Regnet das oder so? Schneit das? Ah, ganz leicht. Ist mir nicht aufgefallen. So, vielleicht schaffen wir die Reihe ja noch durch. Warum läuft die jetzt weg? Ist schon wieder irgendwas? Bei Bärbel weiß man ja nie. So. Auf jeden Fall ist heute noch Winter, das ist gut. Wir haben also noch einen kompletten Tag für Stacheln ums Haus. Ach, ich bin dagegen gelaufen, ne? Darf man ja immer nicht. Solange die noch nicht festgedingselt sind. So. Ah. Wow! Mann! Du sollst mich nicht immer so erschrecken, du dusselige Kuh. Meine Fresse nochmal. Das lernt die auch nie. Was ist denn das jetzt? Hast du Lack gesoffen, sag mal? Du sollst den Schlitten füllen. Sieh zu, sieh zu, sieh zu. Macht nichts, wenn es schnell geht. Wir wollen Weihnachten zu Hause feiern. Vollidiot. So, ich guck mal nach meinem Wasser. Oh, und es gibt eine neue Falle, Leute. Es gibt eine neue Falle. Die wollte ich hier auch nochmal hinklatschen. Hokey Pokey Falle heißt sie, glaube ich. So geil. Ah, guck mal, Deckel ist... Ah, guck an. Oh, ich kann da mehrfach von trinken. Von gekochtem Wasser. Kann ich den auch aufnehmen und es bleibt gekocht? Kochtopf sauberes Wasser gesammelt. Mmh. I love it. So. Ja. Das ist cool. Ich wollte auf jeden Fall, ich zeige euch das mal, sofern ich das noch weiß. Wie war denn das noch? Genau. Jetzt nördlich von Bärbel aus, ne? Ist ja das Ausrufezeichen da bei, wo wir sind. Da oben ist so ein größerer, kleiner Teich. Ja? Müsste auch im Regal lagern können. Ich habe ja noch kein Regal, muss ich noch machen. Oh, geil. Töpfe kochen. Ich muss Töpfe sammeln. Auf jeden Fall, da drüber ist ein Teich. Da finden wir was von Bärbel. Für Bärbel. Klamotten. Da wollte ich einmal hin. Allerdings will ich versuchen, vorher irgendwo ein Golfkart zu finden. Dann, ganz nördlich jetzt, ist ja eine Höhle. Aber daneben ist noch ein Strand. Wenn ich den jetzt einstelle, sehen wir den nicht. Ne, der ist da jetzt so unter der Zeit. 10.03 Uhr. Da sind, glaube ich, noch... Da wollte ich schon lange hin. Yachten gestrandet. Und da wollte ich auch mal durchwühlen. Also wenn jemand weiß, wo ich... Oh geil, hier sind ja gar keine Steine mehr. Wo ich Steine... nicht Steine. So ein Golfkart finde, was ich fahren kann. Ja, ich muss mir unbedingt Regale sammeln. Vor allen Dingen wollte ich die Küche ja fertig machen. Oh Mann, Kevin, ey. Beim letzten Mal hat das alles so gut geklappt. Und jetzt? Ey, wenn er gleich wieder wegläuft, lasse ich ihn die Steine hier hinklatschen. Wenn er gleich wieder Pause macht.
ruhig. Digga. Ja. Mir geben, fallen lassen. Wer weiß, wo ich bin. Okay. Zisch ab jetzt. Gibt mehrere an Stränden ab und zu Golfplatz. Also Wolverine, ich weiß nicht, wie viel du schon geguckt hast von meinen Let's Plays. Ich bin noch nicht viel rumgekommen, weil ich in diesem Stream, also wo ich alleine bin, mehr baue, als dass ich irgendwie die Insel erkunde. Dementsprechend weiß ich immer leider nicht, wo ich hin muss. Ja, ich habe gefragt, also ist auch meine eigene Schuld, sagt mir mal, wo welche sind. Aber ich dachte, vielleicht sind hier welche irgendwo... Ah, du guckst hin. Ich dachte, vielleicht weiß jemand hier was in der Umgebung. Irgendwie, ja, vor der Höhle XY, wo du mal warst. Shit, ey. Ich habe so das dumme Gefühl, Kevin ist schon wieder kaputt. Das Dumme ist, ich glaube ja, jetzt im Schnee finde ich selber keine, ne? Ich finde nur die Großen. Genauso ist ja mit Stöcken auch so. Das sind ja alles die Großen, was ich hier finde. Ich finde keine Kleinen. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Vollidioten hier angewiesen, der irgendwie, den ich jetzt jedes Mal, wenn er kommt, neue Anweisungen geben muss. Yay! Das ist so geil. Kann mich vor Erregung gar nicht halten. So. Was? Boah. Du liegst schon, du hast noch nicht einen Stein gebracht. Christus im Himmel, Alter. Was ist denn mit los mit der Fotze hier? Ey, komm her, Arschloch. Folge mir erstmal. Wir gehen mal hier unter der Base weg. Ich weiß nicht, vielleicht nichts daran. Vielleicht müssen wir das Ding auch auf Land bringen. Wisst ihr, weil es hier auf dem Teich ist. Dass er deswegen verbuggt ist und wir das Ding holen müssen, wenn er voll ist. Ich probiere jetzt einfach mal alles durch. Komme ich hier hoch? Na klar, ist ja geländegängig, das Ding, ne? Wunderbar, komm mal mit. Komm mit, du Ochse. Das Ding ist, es bringt mir jetzt ja auch nichts, rundum schon die Stöcke aufzustellen. Wenn wir einmal Besuch kriegen, knallen die ja alle um. Weil da brauchst du jetzt ja nur gegenpusten. Einzige, was ich ein bisschen machen kann nebenbei, auch wenn es mühselig ist, weil er jetzt den Schlitten für Steine benutzt, wie ich hoffe, ist, ja, ein bisschen die Mauer bauen. A little bit. Wieder aufstellen hier den Quark. Ja. Und ein bisschen Kevin im Auge behalten. Das ist ätzend. Oder ich muss noch einen Schlitten bauen. Der war aber auch schweineteuer. Wir gucken mal. Er ist
Er ist stets bemüht. Unser guter Kevin. Ah, guck mal, jetzt wo er... Jetzt geht er nochmal los, ne? Ja, okay. Er muss hier stehen, dann ist es so. Kann ich jetzt nicht ändern. Wir können mal einmal kurz gucken, die neue Falle. Nee, das war falsch. Scheiße. Genau, so. Die neue Falle. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Besuch kriege. Wo war denn das? Fallen da? Versorgung? Fallen da. Und zwar haben wir jetzt die hier. Boah, 15 Steine! Federfalle wollte ich eigentlich auch nochmal bauen, aber dafür muss ich ja wieder Schildkröten töten. Will ich ja nicht. Aber die Hokey-Pokey-Falle wollte ich schon mal ausprobieren. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie muss die stehen? So, ne? Weil die ja auch immer ganz gerne hier ran wollen. Also, ich brauche erstmal 6. Das kriegen wir ja hin. Dann kann Kevin erstmal ein bisschen sammeln. Und ich latsche hier ein bisschen oder hole mir ein bisschen Holz hier. Dann können wir ein bisschen Zeit überbrücken. Hoffe ich. Sehr schön. Wie sieht's denn aus? Ist schon wieder... Nein. Was war das? Ich höre mal Sachen. Leute. Wow, deswegen habe ich Sachen gehört. Die dämliche Fotze ist da. Oh, verdammt. Festgebackt hat er sich. Ach, siehst du, ich habe keine Dings gesammelt, ne? Keine... keine Wodkaflaschen oder so. So, wir können es ja gleich mal ausprobieren, ob er die Stacheln mag. Ja, er mag sie. Problem ist, dass er sich da natürlich irgendwann durchglitscht. Ah! Oder auch nicht. Viel hilft viel, kann man bei den Stacheln sagen. Viel hilft viel. Ah. Nice. Muss ich auch selber aufpassen, dass ich mir nicht... daran aufstachel. So. Drei Seile? Ihr habt doch echt Lack gesoffen, oder? Gut. Das heißt, ich muss jetzt die guten Steine, die Dings gesammelt hat, erstmal dafür nutzen. Aber ich glaube, die kommt echt gut, die Falle. So, 5 Stück noch. 10 konnte ich eben aufnehmen. Ich glaube, das ist das Limit, oder? Weiß das einer? Sind 10 Steine das Limit? Toll. Kevin, ich brauche noch einen. Ah, da kommt er. Ja, süße. Wollte gerade sagen,
wo kein Eis ist, kann gelaufen werden, aber... Der Spruch würde jetzt hier nicht ziehen. Danke. Bei Stöcken glaube ich genau dasselbe, ne? Ging glaube ich, also ich habe immer 10 eingesammelt die letzten Male und das ging immer ganz recht gut. Ja genau, wo es nicht glatt ist, kann gerannt werden, aber es passt nicht, wenn Kevin übers Eis schlittert da gerade, ne? Ja. So. Hoki-Poki-Falle. Es ist... Dafür müssen sie natürlich auch stehen bleiben, glaube ich, ne? Denn... Ist das schon ganz geil. Oh. Beeren. Gott sei mit dir. Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Und die Beeren sind weg. Danke für den Follow, Wolverine, ne? Vielen, vielen Dank. Na gut. Die Beeren sind jetzt unter Wasser. Es sind jetzt Unterwasserbeeren. Mir ist kalt und du bist nass. Auch immer blöd, dass er die nicht gleich... Von vorne kann ich sie gleich aufnehmen. Es wird ein Comeback geben. Ja, wäre geil. Ne? Wenn... Wenn das hier auf dem Eis glitschiger wäre und auch hier die Ureinwohner. Hä? Hab ich jetzt einen zu viel hingelegt oder was? Gott sei mit dir. Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Oh, Gillian, danke für den Follow. Und Follower-Ziel erreicht. 75. Dann können wir das nächste Ziel angehen. Die 100. Wie geil. Danke euch.